Mut nahe. Statt kluger Antworten oftmals nur fragende Gesichter und Schulterzucken. Sind wir inzwischen auf einem besseren Weg? Weitere Tests sollen es zeigen. Mit der KESS-4-Studie wurden schon die Hamburger Grundschüler auf Lesen, Rechnen und Schreiben geprüft. Jetzt sind, neben anderen Bundesländern, die Schleswig-Holsteiner dran. VERA heißt der Test, Abkürzung für Vergleichsarbeiten. Und wie der Test aussieht, das weiß Martin Zander. Die Stimmung ist angespannt unter den Schülerinnen und Schülern der 4a der Kieler Matthias-Claudius-Grundschule. Kein Wunder, einen Test wie die heutige Vergleichsarbeit, kurz VERA, hat noch keiner der 9- bis 10-Jährigen geschrieben. Am Dienstag war Mathe dran, heute wird das Deutschwissen der Kleinen abgefragt. Auf 14 Seiten und 50 Minuten lang. Eigentlich war es schwer. Manches habe ich auch nicht verstanden. Manches fand ich schwer, manches nicht. Ich fand zum Beispiel auch manche Redewendungen ganz schön schwer. Die Redensarten waren eigentlich ganz schön schwer. Und die Geschichte schreiben, die war ganz leicht. Da gab es eine Geschichte und dazu waren dann Fragen gestellt und das fand ich nicht so leicht. Nicht so leicht und außerdem nicht wirklich sinnvoll finden zumindest viele Lehrer. So seien viele Aufgaben nicht kindgerecht. Gleichzeitig setze das Projekt VERA Lösungsmethoden und Stoffe voraus, die überhaupt erst in der 4. Klasse auf dem Lehrplan stünden. Und außerdem gäbe es wegen der Unterrichtshoheit der Länder bundesweit riesige Unterschiede. Ich denke, Sie werden im ganzen Land wenige Lehrer finden, die begeistert diesen Test aufgenommen haben. Also erstmal, denke ich, ist die allgemeine Resonanz kritisch, auch bei uns. Es ist sehr viel Arbeit für uns und wir können im Moment noch nicht unbedingt sehen, dass das viel ändern wird. Im verantwortlichen Ministerium sieht man das naturgemäß anders. Die Aufgaben des Projektes orientierten sich durchaus an geltenden Lehrplänen und vor allem an demnächst bundesweit gültigen Bildungsstandards. Es geht ja auch nicht darum, etwas abzuprüfen hier, was die Kinder gelernt haben, sondern generell den Leistungsstand sich anzuschauen und daraus Schlüsse zu ziehen für das ja noch vor uns liegende Schuljahr. In rund einer Woche werden die Ergebnisse den Grundschulen mitgeteilt, nicht jedoch den Schülerinnen und Schülern selbst. Den Viertklässlern aus Kiel ist VERA deshalb schon jetzt ziemlich egal. Auf der Popcom in Berlin zeigt sich die Musikbranche nach Jahren mal wieder optimistisch. Und das ist ja eigentlich schon ein